sollte mir Herzen geben und keine verdammten Schlüssel. Oh, Double Gemini, holy. Das ist ein guter Treffer, der lässt sich sehen, der lässt sich sehen. Jetzt ist Gemini nur noch... Alter, was war denn das? Oh, ich darf hier keinen Fehler machen. Gut. Die größte Gefahr ist gebändigt. Pillar. Balls of Steel. Okay. Hä? Okay. Wie zum Teufel bin ich das ausgewichen? Ach du Kacke. Alter, wie bin ich das gerade ausgewichen? Laserauge. Danke. Noch ein Seelenherz. Okay. Und es geht doch nach unten. Alter. Fuck it. Es geht doch nach unten. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, oder? Oh, die habe ich ja schon ganz vergessen. Oh. Na, da wird eh nichts Tolles drin sein, außer Münzen. Alter, das wird eine Qual jetzt. Das wird eine Qual. Okay, das geht noch. Das geht noch. Und ich habe trotzdem einen Treffer kassiert. Alter! Oh, super. Die Blutspur muss weg. Selbst schon mal ein bisschen bessere Sicht. Schuss weiter, Schusssicht. So rum. Auf die Gegner. Ist ganz schön eklig. Boss. Mit 2,5 Herzen kommt Knight. Oder wie der hieß. Alter. Alter, seine hässlichen. Dingsbums. Oh, die... Das war ein Glückstreffer. Das war ein Glückstreffer. Alter. Alter. Das war kein Glückstreffer. Natürlich. Natürlich. Wieder Lichter des Todes. Warum? Was? Warum schaltet denn jetzt Mr. Mega frei? Weil ich 100 Bomben benutzt habe? Ich weiß es gerade selber nicht. Oh, das war von dir klug, Gegner. Das war klug. Das war ja schon fast tödlich. Wir kriegen das Pferd. Das weiße Pony hier. Damit können wir jetzt fliegen. Und wenn wir es benutzen, erscheinen auch diese Lichter des Todes. Mom's Heart. Mit 3 Herzen und 2 Augen. Oh mein Gott, holy shit. Alter. Oh Kacke, war das eklig. Mein Crash kann jetzt einen kleinen Vorteil verschaffen, dadurch, dass ich jetzt hier ein bisschen rumfliegen kann. So. Alter. Wie konnte das mich jetzt treffen noch? Hat das mich getroffen? Das hat mich getroffen. Super. Wow. Hat... Was? Ja, den... Das muss ich gerade nicht verstehen. Rote Pille, Lack ab. Ja, toll. Das sind überhaupt nichts. Oh, ja, komm. Du darfst in meine Fliege hinein. Ja, komm. Zack. Wieder ein Herz. Gut. Wir steigern uns. Wir steigern uns. Oh, mach dich ab. Ein Schlüssel. Super. An den waren wir jetzt nicht rangekommen, weil wir keine Bomben hatten. Ja, gut, dass wir fliegen können. Ohne den Schlüssel wären wir verloren.
echt geil vom Spiel. Das schenkt mir überhaupt nichts gerade. Doppelduke auf Schnell. Das geht noch, das geht noch. Oh, ich tue auch dadurch chargen. Das ist mir neu. Das ist mir neu. Dass ich damit auch charge. Na super. Wie gut, dass ich das weiß. Okay. 2,5 Herzen. Dickler. Ja. Komm. Ja, schon mal tot. Halbes Herz. Wir gehen jetzt hier zocken. Wir gehen jetzt hier sowas von zocken. Sechs Kabel, toll. Tour of Spades. Okay. Double Dance, Schlüssel. War ja auch nicht viel. Oh. Das Item kenne ich noch nicht. Aber schön. Das Item kenne ich wirklich noch nicht. Und da weiß ich auch gerade nicht, was das mir bringt. Beiden Sprung in die Luft, damit das eh nichts sitzt. Ach, natürlich. Die Bombe ist nur so stark, um eins davon zu explodieren zu lassen. Cool. Was haben wir hier noch? Oh. Das ist ja gerade echt gnädig mit mir. Hätte ich nicht gedacht. Was haben wir hier noch? Nochmal. Hey, schon 20 Schlüssel. Immerhin. Wir machen uns. Das lohnt sich ja. Ich weiß zwar nicht, wofür ich 20 Schlüssel brauche, aber okay. Oh. Tarotkarte? Strange. Geil. Und der Kristallball. Was machte der nochmal? Lässt eine Karte erscheinen? Einen Joker? What the fuck? Was gibt mir denn der Joker Schönes? Joker macht, dass ich eine Stage weiter runter kann. Das heißt, wir würden dann zu Satan Stage kommen. Wir haben nämlich jetzt die Wahl. Wir können, sobald wir jetzt, wir haben ja jetzt Mom's Heart einmal erledigt, und sobald wir es jetzt immer wieder nochmal besiegen, kann man sich aussuchen, gehen wir in die Hölle oder in den Himmel. Und da ich aber als erstes in die Hölle möchte, gehe ich auch als erstes in die Hölle. Ich will aber vorher das Item kassieren von Mom. Auf der Hoffnung, dass es noch was Gutes bringt. So, jip. Oh, jetzt mach ich das schon wie Emiro. Jip. Das ist natürlich pure Absicht. Voll die Schleichwerbung hier. Wow. Schön, dass er gerade nichts gemacht hat. Eine Bombe. Zwei Bomben. Heißt mehr Schaden für uns. Wow. Super, dass die sich nur an der Wand herum bewegen können und eigentlich keinen treffen können. Alter. So schnell können vier blaue Seelenherzen wieder weggehen. Na, jetzt sind es nur noch zwei. Oh. Hallo, Mom. Hallo, Mom. Isaac. Schon runtergebracht auf ihrer Leben. Es ging mit Magdalene nicht so schnell. Obwohl ich mehr Schaden mit Magdalene gemacht habe. Da Fliege noch ein bisschen Angriff, Schaden zu machen. Warum? Achso. Das macht der Kakao, wenn er tut die Fliegen anziehen. Okay, anscheinend können wir doch noch nicht in den Himmel. Warum, weiß ich jetzt selber nicht. Wir haben jetzt Kanes Item freigeschalten. Das ist der
Wie heißt das? Hier zum Erhängen halt das Seil da. Zum Erhängseil. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man dann damit fliegen, weil man dann körperlos ist. So, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt ausgeht. Und zwar die Satan-Stage. Ja, die wird mir sehr am Herz liegen, vor allem Satan selber. So, wurde ich wieder einmal gestört. Wow. Wurde ich wieder einmal gestört von meinen Eltern. Oh. Kann doch nicht wahr sein, ey. Ah, ich hasse die Gegner. Alter. Vor allem, die können ich einfach mal so rumdrehen. Die wissen ganz genau, dass ich hinter denen stehe. Und dann kommen die hier mit 80.000 km/h auf einen zu. Ja, die ist ab, schön. Bringt mir eh nix. Wow. Okay, ja, okay. Ich stehe da immer noch auf zwei Herzen. Wow. Zwei Herzen. Wow, Double Fest. Super. Jo, ich glaub's auch. Wow, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Oh mein Gott. Geht doch nur tot. Mal den hier. Eine Münze. Oh, the lovers. Geil. Bringt mir zwei rote Herzen, wie man gesehen hat. Und mehr Schlüssel für mich. Ach du Kacke. Oh mein Gott, ich bin tot, ich bin sowas von tot. Ey. Das heißt, es bleibt uns noch offen beim nächsten Mal, mit Kane den Satanraum zu machen, zu meistern. Das heißt, wir dürfen nochmal mit Kane durch die ganzen Stages. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal mit Judas. Und zwar bis dahin. Ciao.